Ein 2-0 gegen GZ zum Auftakt. Nachgoal von Soleimani und dem Gamelin. Bei mir ist jetzt ein Neuzugang. Der Sandro Lauper ist für mich. Sandro, wie war es? Ja, sehr schön. Also hier das erste Mal zu spielen. Hat mich unglaublich gefreut. Es hat mega Spass gemacht. Und dass wir das mit einem Sieg machen können, umso besser. Der hat noch lange noch ein bisschen schwer da. Was hat es gelegen? Das ist GZ sehr griffig unterwegs gewesen, oder wie schätzt du das? Ja, das würde ich genau so beschreiben. Sie sind sehr kompakt gestanden, haben hinten die Räume gut zugemacht. Wir haben ja, lange nicht zu unserem Spiel gefunden. Schnell ein bisschen besser geworden, dank der gelb-roten Karte. Aber ich glaube, schlussendlich ist der Sieg verdient. Ist das wirklich die Karte der auslösende Faktor gewesen? Braucht es manchmal so etwas für eine Mannschaft aufzuwecken? Ja, es war vielleicht noch gerade so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, wie es herausgekommen wissen wir nicht. Aber ich habe das Gefühl, man hätte schon noch ein Goal gemacht, wenn wir 90 Minuten so wären angerannt. Du hast noch einen recht Schwung gebracht in die Mannschaft hinein. Wie hast du dich vorbereitet auf diesen Match? Ja, wie vor jedem anderen. Also, wie ich mich vorbereite, wenn ich von Anfang an spiele. Da mache ich nichts anderes. Und ich probiere noch ein paar Akzente zu setzen. Vor allem, dass wir das 2 noch machen können, dass wir das Zeug zumachen können. Das 2-0 ist wirklich ein Start nach Mass. Was sind denn so deine Ansprüche jetzt an die Saison? Ja, ich lasse ein bisschen auf mich zukommen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Super, also wünsche ich viel Erfolg. Also, weiter geht es nächste Woche mit dem Match gegen Lugano in Lugano auswärts. Jetzt hier geht es noch weiter mit der PK, die ihr seht auf der Leinwand. In wenigen Minuten ist es soweit. Bis dann, nehmt noch ein Bier, genießt den Sonntag. Ciao zusammen.